Jo, und somit wir herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World The Game. Ich glaube, das ist die Folge, wo die meisten eigentlich drauf gewartet haben, denn es wird Zeit für den Indominus Rex, aber nicht auf den Indominus Rex, denn er braucht ja noch jemanden, um sich weiterzuentwickeln. Deswegen gehen wir gleich hin, wen wir da ganz genau brauchen. Aber ich hole mir das hier ganz kurz ab. Dankeschön. So, ja gut. Nichts Gutes bekommen, kein Problem. Punkte nehme ich aber gerne mit. Ich kann da wieder was einlösen. Ist es wieder... Ah, gut. Ich habe gedacht, es wäre wieder das Bessere, aber... Ja, ich komme, wie gesagt, ganz langsam voran. Wie gesagt, halt, das kriegen wir alles hin. Ist ja easy peasy. Genau. Also, in dieser Folge werden wir den Indominus Rex kreuzen. Ja, wir brauchen dafür 4000 Punkte. Ich habe 9000 Punkte. Aber wir warten noch ganz kurz, denn es gibt noch andere Sachen, die wir machen müssen. Und zwar, ich habe hier neue Dinos. Einmal die Schildkröte, die wir jetzt ausbrüten werden. Kamera raus. Die hatte ich keine Ahnung wie viele Folgen. Und die darf jetzt das allererste Mal das Licht erblicken. Ey, 600, 856? Ja, geht klar, Archelon. Ey, bist auf jeden Fall hübscher als die andere Schildkröte. Warte, wir gucken mal an. Eigentlich hat sie eine Ähnlichkeit mit der. Warte mal, dich kann man auch kreuzen. Oh, mit dem Megalodon? Ey, den würde ich sogar kreuzen, weil der Megalodon sieht halt echt geil aus. So, sehr schön. Wie viel... Na gut, er wird sich ein bisschen ändern. Ist einmal, mein Kleiner. Jetzt hockt er bestimmt wieder schön auf den Stein. Ja, guck mal. Jetzt tut er, als ob er tot ist. Ich hätte ihn natürlich sofort safe gesehen. Aber egal. Hübsch ist er. Hübsche Struktur. Hübsche... Da sagt man ja jetzt keine Schuppen, oder? Na, egal. So, das ist er. Ist stark. Geht auf jeden Fall klar. So, und... Ja, ja, komm, come on. Wir haben hier noch einen. Und zwar ist es der Ceratosaurus? Ich bin mir nicht mehr sicher. Cera, genau, da ist er. Nice, mein Großer. Ey, gefällt mir. 598 zu 101. Klar, kann es immer noch besser sein. Ach ja, wo ich gerade sehe, hier die John Hammond. Ich will demnächst so machen, alle anderen Dinge, die zum Beispiel... 3% bringen und so weiter, die verkaufe ich alle. Und ich werde mir nur noch diese John Hammond-Statuen kaufen, weil irgendwie macht es jeder. Aber ich weiß nicht ganz genau, warum alle so die John Hammond-Statuen kaufen, weil klar 7%, aber ja, keine Ahnung. So, Cera, zeige dich. Oh, sieht gut aus. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Er sieht sogar besser aus den, oh, keine Ahnung, wie der jetzt hieß. Ich weiß es nicht. Oh! Hübsch. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der andere... Demera... ich komme jetzt nicht drauf, ey. Ich bin noch nicht so lange wach hier. Wie gesagt, ich habe sie jetzt gerade die Folge vor circa 3,5 Stunden aufgenommen, so. Deswegen halt, ja, mein Gehirn ist noch nicht da. Ey, aber gefällt mir. Er gefällt mir wirklich. Er hat nicht so diese matschige Grafik, so wie manch ein anderer. Der sieht dann schon wieder ein Ticken besser aus. Ja, lass ihn mal streicheln. Ja, du siehst wirklich besser aus. Aber, ey, Schläge muss auch sein. Ey. Kein großes Maul haben. Kreuzung. Okay, ein Terizino. Ja gut, den möchte ich jetzt nicht so wirklich verlieren. Aber der hier sieht auch... Oh, 3500. Ach du Heilige. Ey, guck mal, den können wir ja dann auch demnächst hochmachen. Kann ich den kaufen? Ja. Nice, davon brauchen wir nur noch 2 Stück. Auch nicht schlecht. Gut, pass auf, dann will ich euch kurz etwas zeigen. Ich habe hier was gemacht, und zwar damit ich den Segnosaurus freischalten kann. Ja, den würde ich dann zu 100% kriegen. Leider habe ich es nicht geschafft und ich zeige euch auch, warum. Seht euch mal den Metoposaurus an, den Pterodaustro und den Prestosaurus. Fällt euch da irgendetwas auf, im Gegensatz zu meinen Dinos? Ja? Die sind ultra strong. Und das Schlimme ist auch noch, das sind meine stärksten Flugsaurier. Das bedeutet, ich habe gegen die beiden hier, haben meine Flugsaurier, die sind mit 2 Schlägen, sind sie tot. Und mein Indominus Rex hat gegen die auch keine Chance. Wie kann ich es schaffen? Weil
der 1500 einen Angriff. Danach hat er 2000 noch was. Und bei Peter Randon ganz, ne? Was ist das hier für eine Aufstellung? Ich weiß, es soll ja nicht zu einfach sein. Aber für mich gibt es keine Möglichkeit, ihn zu bekommen. Und das finde ich ein bisschen... Ich will gar nicht wissen, wie es euch geht, wenn ihr keinen VIP habt. Das ist ja richtig kacke. Na egal, pass auf. Ich bring den jetzt ganz kurz mal hoch, weil er soll auch ganz kurz mal kämpfen. Ich denke mal, damit könnten wir vielleicht gut aufgestellt sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe vorsichtshalber nochmal eine Amphibie mitgenommen. Weil, bevor es ein bisschen Stress gibt... Aber der Zera wird es vielleicht schon, ja, machen. Ey, das ist ein Sieg für uns. Hallo. No. Greif mich bitte an, Kollege. Bitte. Ach, come on. Pass auf, dann werden wir zweimal natürlich so machen. Ja, er könnte uns jetzt töten, aber ich denke, er wird dreimal nicht angreifen. Das würde er nicht tun. Das wäre ja ziemlich dumm. Obwohl es klug wäre. Na, come on. Ah, Glück gehabt. So, jetzt die Frage, was machen wir? Wir müssen ihn zweimal angreifen, aber ich weiß... 50-50. Ja! Okay, der ist schon mal weg. Das ist die einzige Gefahr, die gerade nur jetzt da war, gegen unsere Dinos. Deswegen, alles gut. Okay, er hat jetzt 4 Punkte. Was tust du damit? Er muss, glaube ich, dreimal. Ich glaube, dreimal, dann bin ich tot. Hey! Sehr schön. Beutelöwe, Dankeschön. 1 Punkt hat er noch. Ich habe jetzt aber 4 Punkte, Kollege. Und, oh Gott! Sünde! Sünde! Okay, das ist nicht cool. Der hat zu schwache Dinos bekommen. Raya, hi! Bitte noch nicht töten, ne? Ich will die Punkte noch einen kleinen Ticken höher bringen, okay? Bitte lass es kurz. Lade einfach deine Punkte auf. Ah, guck mal, der sieht schon wieder so matschig aus. Ja. Na los. Geht doch. Ha. Sehr schön, Zera. Nice, du wirst deine letzte Attacke sehen können. Cool. Aber ich denke mal, wird genauso sein wie bei den Indominus Rex, bei den T-Rex und. So, 6 Punkte, Kollege. Du brauchst gar nicht so lange zu überlegen, denn du weißt eigentlich ganz genau, was du machen möchtest. Ganz genau, und zwar nicht angreifen. Wow. Pass auf, wir wechseln jetzt einfach. Da ist er. Oh. Ja, super. Dankeschön, Spiel. Dankeschön, Spiel, dass du mich schon wieder rausgekickt hast. Dankeschön. Ja, super. Danke. Vielen lieben herzlichen Dank. Danke, Game. Ja, ich akzeptiere natürlich. Wir hätten es jetzt gewonnen. Aber nein, das Spiel musste natürlich wieder ausgehen. Oh, das regt so auf. Pass auf, damit wir wieder gute Stimmung bekommen. Indominus Rex. Das allerletzte Mal darfst du was essen, ja? Oh, ich werde ihn so vermissen. Ey, ich werde ihn so vermissen. Er sieht so schön aus. Er sieht so gut aus. So, Freunde, das allerletzte Mal dürft ihr eure Augen auf den Indominus Rex richten. Denn so wie er jetzt ausschaut, werden wir etwas längere Zeit nicht sehen. Klar, ich habe viele Punkte, aber er kostet trotzdem 29.000 oder 24.000. Also 24.000 kostet er, wenn er ein Angebot ist, glaube ich. Ja, dann würde ich schon mal sagen, Indominus Rex, lebe wohl und... Indoraptor, erscheine, verbinden, sofort kreuzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich will nicht viele DNA-Dinge da weggeben, deswegen halt, kommst raus, mein Indoraptor. Hi. 3400 und 1772 in Angriff. Indoraptor, du siehst geil aus. Aber ich vermisse jetzt schon den Indominus Rex, Mann. Ach, schade. Naja, aber wie gesagt, wir schauen ihn uns gleich nochmal genauer an. Wie gesagt halt, ich finde Indominus Rex ziemlich cool. Einer der geilsten. Aber klar, ich finde auch den Indoraptor ziemlich nice, weil es ist halt ein Hybrid und er sieht halt göttlich aus. Ja, du darfst dich da hingesehen zum Indominus Rex. Hi! Belohnung freigeschaltet. Und somit haben wir ihn. Wir werden gleich gucken, wie viele wir kaufen könnten. Da ist er, Freunde. Der Indoraptor, der gefährliche Indoraptor. Das ist ja nicht, wie gesagt, halt einfach nur ein kleines Nesthäkchen oder so. Ja, der Indoraptor ist halt brutal. Schade, dass man ihn jetzt nicht im Gegensatz zum Indominus Rex so angucken können von der Größe her. Aber er ist schon nice. Hier, guck mal, wie er die hinteren Krallen immer hochmacht. Einmal streicheln darfst du.
Der müsste ja jetzt eigentlich eine komplett andere Animation als jeder andere haben, oder? Weil die geht ja auf allen Vieren. Ja. Oder? Ja, hat er sogar. Cool. Also glaube ich jetzt. Ey, sieht nice aus, sieht nice aus. So, was kriegen wir denn? 35.000. Was sich bei Ihnen jetzt wirklich... Alter! Was sich bei Ihnen jetzt wirklich verändert, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, die Farm werden prächtiger, so wie es aussah. Ist mal in the Raptor. Oh. Oh. Oha. Okay, das ist nice gemacht. Extra die Hand genommen, wo er zu dem Mädchen reinschnappt und dann, komm her Mädchen, ich nimm dich. Ja, ja, wo er sie zu fressen gern hatte. Ey, das haben sie gut gemacht. Das könnte man das als Easter Egg bezeichnen, ich weiß es nicht. Aber nice. Wer den Film natürlich nicht gesehen hat, schaut euch den Film an. Ist sehr, sehr wichtig. Aber ich denke mir, ihr habt es alle schon gesehen. So, mal gucken. Gut, er kostet 2000. Frage an euch, Leute. Jetzt sehr, sehr wichtige Frage. Hört mir ganz genau zu. Es gibt hier Rabatte auf DNA. So, das bedeutet, dass Labi dann nicht 1600 kostet, sondern 1200. In Dominus Rex 29.000, 24.000. Wenn die Rabatte kommen, ist dann der hier auch in Angebot? Sagen wir, es sind die Fleischfresser. Oder gibt es dieses Angebot gar nicht? Ich glaube eher sogar, es gibt es nicht, ne? Weil 2000 wäre jetzt... Klar, wir könnten uns jetzt noch einen kaufen, aber schreibt mal in die Kommentare. Gibt es solche Angebote? Weil dann warte ich irgendwann auf die Angebote. Es ist halt wichtig. Okay, dann pass auf. Dann bringen wir dich mal komplett hoch auf... Ja. Auf Stufe 2... Für eine... Boah! Wie stark ist er? Gucken wir uns gleich nochmal an. Hier sehen wir nochmal einen Easter. Sehr schön. Guten Appetit, mein Freund. Hey, du hast das Fleisch weggeschmissen. Nicht dein Ernst? Er beißt dran und dann schmeißt das weg, oder was? Ich glaube, es hackt. 5.100 und 2.600. Das ist gerade... Okay, er macht gerade keine Geräusche mehr. Ah doch, jetzt macht er sie wieder. Hey, bleib locker. Okay, mit denen gehen wir natürlich ganz kurz hier rein. Denn wir wollen noch ganz kurz mal die begrüßen. Ah, jetzt bin ich ultra gespannt, wie das jetzt ausschauen wird. So, Diplosuchus, du bist bis jetzt... Ach, kacke. Ey, er hätte... Mist, hätte ich doch mal eine Nummer stärker mitnehmen müssen. Dann wäre er jetzt dead. Egal, er wechselt natürlich eh. Das war klar. So, ein Punkt hat er. Oh, Pele. Hi. Na, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. So, sehr schön. Zweimal natürlich sparen. Er hat jetzt wieder 2 Punkte. Wie soll's auch anders sein? Aber was tust du damit? Ja, er wechselt. Das war klar. Spinoraptor, hi. Hey. Gut. Er hat zwar 1 Punkt, aber der ist jetzt leider weg. 1, 2. Ja gut, müssen wir leider 3-mal machen. Na, ist egal. Somit ist er schon mal weg. Guck mal, mussten wir sogar machen. Weil wir leider minimal zu schwach waren. Wir hätten natürlich einen Indoraptor rufen können, aber das soll jetzt ein Special sein. Ich werde den auch gleich wieder sofort zurückrufen, damit wir den nochmal einsetzen können. Weil den will ich nochmal sehen. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt werden wir ein bisschen unseren Spaß haben. Zack. So, Quetz. Stimmt, den Quetzal. Den Quetzal habe ich auch noch nicht hochgebracht. Machen wir noch, machen wir. Pele, kommst du ran hier. Kannst du ihn kurz töten? Nee, geht nicht, wa? Ja, gut. Guck mal, er hat 2-mal angegriffen. Das bedeutet, schade, ich kann keinen Spaß mit ihm haben. Mist, falsch gerechnet. Da ist er. Er schleicht sich an. No, er macht keine Töne. Hallo? Ja, doch, ein bisschen. Er macht es doch. Ich habe gedacht, wir können vielleicht 1 oder 2-mal oder so angreifen, aber können wir leider nicht tun. Ja, doch, er könnte Verteidigung haben, aber pass auf, wir greifen jetzt einfach an. Wir sehen den Indoraptor gleich nochmal, ja? Ach, guck mal, siehst du, hat er noch nicht mal auf Knopf gemacht. Alter! Ja, das war die Attacke. Warte mal. Wie viele Punkte habe ich gerade hochgebracht? Also... Waren das 6 Punkte? Habe ich nicht gerade 8 Punkte gehabt? Hätte er nicht seine Zähne-Attacke machen müssen? So, warte mal, wir holen ihn sofort zurück. Ach ja, und dann, Cory, komm mal raus hier. Hi. Einmal sammeln. Leute, darf ich euch vorstellen? Cory. Sehr schwach,
aber wurde minimal bunter, aber nicht wirklich schöner. Ah, es geht. Danke für die Dollar. Ich warte immer noch auf seine letzte Stufe. So, Spiel ist natürlich wieder ausgegangen, aber was soll ich machen? Ich habe hier genau das hier. Ich kriege immer mehr ab... Ach, wegen den Indoraptor ganz alleine. Ey, komm, da hättest du mich einfach komplett durchziehen können, ja? Genau hier. Der kann sich doch auch einen Ticken entwickeln hier. Der wird auch dann minimal stärker. Warte, den können wir uns ja jetzt angucken. Weil ich denke mal, so eine große Veränderung wird er schon nicht machen. Ah, sehr schön. Nur noch einmal gemacht und bam, fertig ist er. Und das ist er. Ich denke mal, er wird auch weißer. Also weise. Oha, du bist auch stark. Eieiei. Jo. Ei, du bist hübsch. Oha, und wie hübsch sogar. Danke für meine Dollar, dass ich den wiederkriege. Ey, freut mich, dass du hier bist in unserem Park. Ich hoffe, dir gefällt's hier. Ja doch, guck mal, ihnen geht's gut. Ich kümmere mich natürlich ziemlich gut um alle. Jo, sehr nice. Warte mal, letzte Stufe. Ja gut, wird er keine große Veränderung machen. Einlösen, was habe ich denn gemacht? Ja gut, nehme ich gerne mit. So, aber ich denke mal, ihr wollt einmal nochmal den Indoraptor sehen. Oh, guck mal, jetzt ist die Farbe ein Ticken besser, ne? Ey, komm her. Was? Was los, hä? Eieiei, ich mag ihn. So, jetzt müssen wir aber eine Sache nochmal schauen. Weil vorhin, ich weiß nicht, ob es falsch angezeigt hat oder so, aber irgendwas war da komisch. So, deswegen gehen wir mit denen und den nochmal rein. Klar, ich würde jetzt alleine mit dem hier das schon alle schaffen. Aber wir müssen ja ein bisschen mal auf die Kacke hauen, ne? So, Scappy. Achso, warte mal. Ja gut, wir müssen sparen. Ich bin aber jetzt gespannt, ob der Indoraptor jetzt wirklich eine bestimmte Attacke hat, die wir sehen können. Weil eben gerade, ich bin der Meinung, wir hatten alles hochgeregelt und es gab keine. Es gab keine Attacke. Und das fand ich komisch. So, wir müssen jetzt aufpassen. Oh, zwei Punkte nur, stimmt. Ja gut, da kann er nichts mehr machen. So, ein, zwei, einmal sparen bitte und weg mit dir. Komm, Scappy ist auch gleich dran. Ja, hol dein Priotrodon her. Den muss ich auch noch haben. Der fehlt auch noch in unsere Sammlung. Aber es fuckt mich ein bisschen ab, dass wir unseren Segnosaurus nicht bekommen haben. Aber ich hätte wirklich... Ich wüsste nicht, wie ich die besiegen könnte. Das war zu... Es ist zu schwer. Keine Ahnung. Aber ist egal. Irgendwann kommt er ja wieder rein. So, drei Punkte. Und... Drei Punkte nutzt er. Er ist dort. Nee, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja gut, dann machen wir eins. Zwei. Warte mal. Ich weiß nicht, was er jetzt gesetzt hatte. Ich war gerade jetzt confused. Aber er ist schon mal weg hier. Und jetzt fehlt nur noch ein einziger. Oh. Hi. Du willst sterben? Hey. Ich glaube, es hackt. 1300 hat er abgegeben. Ach ja, es ist ja ein Fleischfresser. So, das bedeutet, wir gehen so hin. Pass auf, ich mache jetzt mal was. Ich knall jetzt seine ganzen Punkte. Ja, seine kompletten Punkte hoch. Er soll 8 Punkte bekommen. Und damit soll er angreifen. Dankeschön. Das kriegst du wieder. Niemand tut den Indoraptor weh. Hast du verstanden? So, und jetzt bin ich gespannt. Es muss doch jetzt eine Zähne kommen. Da, jetzt! Ah! Ja, guck mal! Hey, aber... Komisch! Oh, es sieht so gut aus! Aber der Indominus Rex ist trotzdem weg! Ah! Den hole ich schon wieder. Ich hole ihn schon wieder. Ach, jetzt ist mir gerade eingefallen. Stimmt. Den können wir ja auch für die nächste Folge machen, wa? Entwickeln. Bam! Da bin ich auch gespannt wieder. Wir haben ja zum Glück ja noch einen. Wir haben zum Glück noch einen Indominus Rex. Aber wie gesagt, es dauert nicht mehr lange, dann habe ich den anderen auch wieder. Ja gut, Leute. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht machen, ne? Aber wir haben schon mal den Indoraptor. Das ist das, was ich eigentlich machen wollte. Und ich denke mal, die meisten von euch haben drauf gewartet. Und da ist er nun. Ja, Freunde. Dann war es das schon wieder von einer weiteren Folge Jurassic World The Game. Oh, cool. Er hat sogar den Schalter noch da. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Indoraptor hat euch gefallen.
Denn, wie gesagt, halt, ich sag mal so, klar, Indominus Rex ist weg, aber ich wollte den Indoraptor ja auch haben, weil man sieht schon selbst, er ist schon göttlich. Also, da kann man nichts sagen. Er sieht schon recht geil aus. Und ja, ich bin gespannt, was noch weiter auf uns zukommen wird. Wie er in seiner letzten Stufe ausschaut. Es gibt ja noch den Indoraptor Generation, die zweite. Wann wir die bekommen, ich weiß es halt nicht. Aber ja. Oh. Okay, andere Animation. Geil. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.